Hi, ich bin's wieder, Janine von Studiumberatung to go und ich bekomme immer wieder Fragen zum Psychologiestudium. Die drehen sich vor allem um die Zulassung und um das Studium im Ausland. Hier mal ein paar Tipps für diejenigen, die sich bewerben möchten. Die Nachfrage nach Studienplätzen für Psychologie in Deutschland ist seit Jahren extrem hoch. Die Folge? An staatlichen Hochschulen sind die damit verbundenen Zulassungsbegrenzungen ebenfalls extrem hoch. Ein Notendurchschnitt von 1,5 muss da mindestens schon sein, um direkt zugelassen zu werden. Der andere Weg über die Wartezeit ist ebenfalls schwer, denn zwischen 5 und 7 Jahren muss man da schon gewartet haben, um einen der raren Plätze zu bekommen. Wer diese Noten oder diese Wartezeit nicht hat, muss sich Gedanken über Alternativen machen. Ein Weg führt möglicherweise an private Universitäten, die allerdings auch hohe Studiengebühren verlangen. Ein weiterer Weg kann euch ins Ausland führen. In Österreich spielt euer Abischnitt überhaupt gar keine Rolle. Ihr müsst dort aber einen Aufnahmetest machen, für den man sich frühzeitig anmelden muss. In den Niederlanden bieten 8 von 10 Universitäten englischsprachige Psychologiestudiengänge an und das ganz ohne Numerus Clausus. Auch hier muss man sich frühzeitig und möglichst zu Jahresbeginn anmelden. Einige Unis wollen euch vorher kennenlernen und laden euch zum Probestudium ein. Auch Belgien ist eine interessante Alternative. Wenn ihr mehr über den Zugang zum Psychologiestudium erfahren wollt, seht euch unsere Webseite studieren-psychologie mal genauer an oder nutzt doch einfach unser Beratungsangebot. Bis dahin sage ich Tschüss und ich drücke euch die Daumen. Diese Folge Studienberatung to go wurde euch präsentiert von EDU-Institut, dem Institut für Studien- und Berufsberatung. Mehr zu Seminaren und Beratungen erfahrt ihr unter edu-institut.de.